Und natürlich wieder einmal einen herzlichen guten Tag und danke, dass ihr bei Tormentum Dark Sorrow mit ja, wieder dabei seid. Und zwar ist das jetzt natürlich ein Let's Play-Walkthrough. Und was haben wir denn im letzten Let's Play gemacht? Genau, wir sind ja hier gewesen und... Ah, den Anfang wieder davon zu finden. Wie war denn das? Ich glaube... Genau, wir konnten da durchgehen. Oh. Das Gitter hat mir den Weg nach oben versperrt. Es gibt kein Zurück mehr. Also es gibt kein Zurück mehr und... Ja, wir sind hier jetzt irgendwie gefangen. Keine Ahnung, die sind... Hä? Skelette gehalten von irgendwelchen komischen Händen? Können wir den anklicken? Ich habe einen Schädel mit mysteriösem Ornament gefunden. Ja. Hallo, natürlich erstmal. Und... komplett zerstört. Wir haben hier eine Kiste. Und ich glaube, wir müssen den Kopf darauf setzen. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Aha, okay. Vielleicht haben wir ja so viel Glück und finden natürlich gleich die richtige Kombination. Also ich würde ja wirklich lachen. Ich weiß sie wirklich nicht, ganz ehrlich nicht. Okay, dann halt nicht. Dann suchen wir natürlich weiter nach irgendwelchen komischen, mysteriösen Ornamenten. Das Skelett ist übersät mit rätselhaften Zeichen. Ja, dann gehen wir doch einfach mal weiter. Ach, so ist das. Schaut mal an der Wand, da ist ja was. Also so ein komisches Dreieck mit einem... Am besten, ich schreibe es mir mal ganz schnell auf. Nee, keine Post-its. Post-its sind nicht so toll. Nee. Nee. So. Also erstmal so ein komisches Dreieck. Dreieck. Hier so ein Strich, hier unten ein Strich und ein Punkt. So, der zweite ist so ein umgedrehtes F. Ein komisches F. Dann an vierter Stelle war... ein solcher Punkt und dann natürlich so eine 5. So eine 5 und ein Strich darüber. Schauen wir mal, ob es überhaupt dieser richtige Code ist. Also, wir brauchen einmal... Da war's. Das ist richtig. Oh! Oh, ist das fies. Wir waren so knapp dran. Wir hätten es wirklich beinahe gehabt. Die Reihenfolge der Zeichen ist korrekt. Das Gerät hat sich eingeschaltet. Oh Gott, nein. Selbstzerstörung. Ah. Jemand muss den Hebel von dieser Maschine abgeschraubt haben. Ohne ihn kann ich nicht viel unternehmen. Ich glaube, jetzt müssen wir erstmal noch so einen Hebel finden. Dann gehen wir mal hier lang. Okay, was haben wir hier? Die Öffnung hat eine untypische Form. Ja, die Öffnung hat eine untypische Form. Das sehen wir natürlich. Eher fliegen tausende Krähen durch brennende Gebirge, als dass du armselige Kreatur durch meine Innereien hindurchgehst. Mein Tor ist für Sündige auf ewig verschlossen. Geh weg. Er hat uns also sozusagen ein... ganz klar am Punkt gesetzt. Wir sind hier nicht erwünscht. Das werden wir doch noch sehen. Ich werde so durch dir hindurchlaufen. Hey! Das Wiesel! Wir haben unser Wiesel wieder. Ich hatte nicht gedacht, dass wir uns wiedersehen. Wie hast du es verbracht zu fliehen? Oh, vielleicht erbitte ich dich zu viel. Aber könntest du mir hier raushelfen? Ich gebe dir dafür etwas, das dir möglicherweise bei der Flucht aus diesem Schloss helfen könnte. Ja, und ihm? Was hilft ihm das dann? Tja. Hinter mir befindet sich ein Hebel, mit dem du meinen Käfig herunterbringen kannst. Zurzeit wäre es aber ein Wunder, wenn du an ihn herankämest. All dies wegen der Kreaturen, die in dieser Erdspalte lauert. Du müsstest dieses Scheusal erst beseitigen. Ich denke, dass man dies mit vergiftetem Fleisch bewerkstelligen könnte. Irgendwo im Schloss muss es eine Küche geben. Finde sie bitte und bereite ein entsprechendes Gift vor. Nur dann kannst du meinen Käfig herunterlassen. Denke darüber nach, denn ich versichere dir, dass es sich für dich lohnt. Was haben wir denn erstmal hier? Schauen wir doch mal da.
Ich habe einen rostigen Hebel gefunden. Mit dem rostigen Hebel können wir dann nämlich da links dann garantiert, dass wir den genau das hier bewerkstelligen. Ich weiß nicht, was passiert. Werden wir gleich mal sehen. Hebel. Ran. Der Hebel ist an seinem Platz. Ich stelle ihn nun, um zu prüfen, was passiert. Was zur Hölle? Es rührt sich nichts. Ich muss etwas vergessen haben. Ach, der Kopf muss darauf. Auf dem Schädel finden sich die gleichen Zeichen wie auf dem Rest des Skelettes. Aha, dann drücken wir nochmal den Knopf. Ach, sieh an. Wieso kann ich mich nicht bewegen? Wieso spüre ich nichts? Dieser verfluchte Ort hat mir alles, was ich hatte, entrissen. Meine Erinnerung, mein Körper, alles ist hin. Es bleibt nur ein großes Schuldgefühl. Was habe ich getan, dass ich so ein Schicksal verdient habe? Ich erinnere mich an eine fliegende Maschine, eine kalte Zelle und eine Skulptur in Form von Händen. Ich habe es geschafft zu fliehen, danach kamen aber nur Schmerzen, unendliche Schmerzen. Sie mussten mich irgendwann holen. Ich kann mir selbst nicht mehr helfen, aber ich habe etwas, was für dich nützlich sein könnte. Nimm bitte diesen Schlüssel. Er war nicht einfach, ihn zu bekommen, aber mir wird er nicht mehr nützlich sein können. Wir haben einen Schlüssel. Ein Schlüssel haben wir. Ah, dieser Schlüssel, so. Und in den Innereien wahrscheinlich, da befindet sich dann... Na, jetzt ist er zusammengesackt wie so ein Waschlappen. Kein Problem. Ich glaube, da drinnen finden wir dann vielleicht so Gift. Werden wir aber mal schauen. Der Schlüssel, den ich von der Erscheinung bekommen habe, scheint nützlich zu sein. Ach was. Okay, also es geht runter und jetzt können wir mal hier raufklicken. Ich weiß gerade echt nicht, was es damit zu tun hat. Ich glaube, es dürfen nur Lila und so. Gerade echt überhaupt keine Ahnung, was man hier jetzt hier machen muss. Ach so, jetzt glaube ich, so langsam habe ich es verstanden. Nein, also wir sind ja jetzt hier lang gegangen, das heißt, jetzt müssen wir hier lang. Hier. Und hier. Ah, okay, anscheinend habe ich die Steine richtig verbunden. Also wir müssen sozusagen daraus komplett eine Linie bilden. Oh, das sieht cool aus. Wohl zwei Liebende. Ich habe ein Bruststück eines Medaillons gefunden. Auf ihm befindet sich irgendein Ornament. Jetzt wurden die zwei getrennt. Wir können da durch. Ich möchte trotzdem noch mal gerne hier rechts lang gehen. Ich komme nicht heran. Das Ungeheuer versperrt mir den Weg. Hallo. Da guckt er einmal so heraus. Könnte beinahe so wie... Hey, das haben die abgeguckt bei Star Wars, wo die in den Schlund reingeflogen sind von dem Typen. Also von dem Wurm. Das ist schön abgeguckt. Schweine. Oh, okay, wo sind wir jetzt hier? Die Krähe, die hat uns doch begleitet. Die war doch am Anfang, wo wir an der Zelle waren drin, ne? Ja, Melanie. Ich sollte eigentlich die Wachen rufen, aber es könnte sein, dass du mir noch nützen könntest. Natürlich werde ich... Nee, ich kann überhaupt nicht so reden, um Gottes Willen, nein. Natürlich mache ich das nicht. Im Raum nebenan befindet sich eine Frau im Käfig. Gleich gebe ich dir ein ungewöhnliches Messer. Du nimmst es und tötest diese Hexe.
wenn ich darüber nachdenke, für welche deiner Taten du hier gelandet bist, sollte das keine allzu schwere Aufgabe für dich sein. Lass dich bloß nicht von ihrem unschuldigen Aussehen trügen. Sie wird versuchen, dich zu täuschen. Höre gar nicht erst hin. Töte sie einfach. Im Gegenzug sperre ich dich nicht wieder in den Käfig ein. Vielleicht erhältst du noch was. Du musst sie aber erst einmal töten. Das Messer. Ich habe eine Mischung aus Messer und Schlüssel erhalten. Und einmal. Besser, ich beunruhige diese Kreatur nicht weiter. Sie schaut gereizt aus. Vielleicht ist sie hungrig. Der Thron ist leer. Ich frage mich, wessen Thron das ist. Okay. Ja, okay. Was haben wir denn überhaupt da drin? Okay. Ah, da rechts geht's weiter, gut. Oh nein, wir können sie doch nicht töten, die sieht doch viel zu nett aus. Der Mechanismus funktioniert nicht. Ach. Komm noch näher und es wird für dich tragisch enden. Mensch, wenn ich dich nicht töte, dann macht es die Spinne, die hinter dieser Tür haust. Oh, eine Spinne, die hinter der Tür haust. In ihren Beinen fließt Gift, so stark, dass auch der kleinste Tropfen ausreicht, um deine elende Existenz in Handumdrehen auszulöschen. Mit Hilfe dieser grünen Substanz stelle ich vergiftete Pfeile und Waffen her. Leider gibt es seit einiger Zeit immer weniger Gift. Der Mechanismus, der dafür gesorgt hat, dass im Inneren die entsprechenden Bedingungen herrschen, ist kaputt. Das Gift, welches aus den Beinen der Spinne auf den Gitterzaun im Boden heruntertropft, wird nicht mehr in die Röhren gepumpt. Der Durchfluss des Gitters ist nur bei dicht verschlossener Tür möglich. Das Gerät bedarf einer Reparatur. Es befindet sich in der Kanalisation, aber der Durchgang wurde geflutet. Ich muss diesen Raum bewachen, bis die Störung behoben ist. Wenn die Lücke größer wäre, könnte die Spinne angreifen. Aber wieso erzähle ich dir das alles? Geh und verschwende nicht meine Zeit, Mensch. Also er hat wohl ein Lispelproblem. Wir haben noch den Schlüssel erhalten. Ach, sind wir einfach mal so frei. Wenn dir dein Leben lieb ist, dann halte dich fern von dieser Tür, solange sie noch nicht repariert ist. Sehr gut, Alter. Sehr gut. Es wäre besser, wenn ich die Geduld des Wächters nicht überstrapaziere. Er möchte nicht noch einmal in die Zelle zurück. Ich möchte nicht noch einmal in die Zelle zurück. Also wir müssen jetzt eigentlich in so einer komischen Kanalisation. Ja, ich weiß. Ja. Ja, das hatten wir doch schon. Also zurück. Was wollen wir nochmal mit ihm reden? Auf was wartest du? Geh und töte diese Hexe. Ah, nach links können wir auch gehen. Oh, cool. Das haben wir. Also ich habe beinahe übersehen. Was haben wir denn hier vor allem? Ich habe ein grünes Gewicht genommen. Ah, da geht's nochmal lang. Boah, das ist ja ein bisschen größer hier. Lass mich raten, er hat auch so einen Lispelfehler. Eine Tafel mit der Zimmerbezeichnung. Sie ist fest an der Wand angebrannt. In der Mitte befindet sich eine Aushöhlung in der Form einer Pfote. Ringsherum drehen sich die Bänder, aber ich kann sie nicht aufhalten. Haben wir ja gerade gesehen, der eine Ameisenmensch, der hatte da so eine Hand über seine Schulter. Sie erlauben durch dreckige Menschen, sich hier in den Schloss herumzutreiben? Du sagst also, dass du in diesem Raum hier willst? Wozu? Im Inneren befindet sich seit langem nicht mehr benutzter Ofen. Im Grunde könnten ich dich hereinlassen, aber das kostet dich was. Wenn du hineingehen willst, musst du etwas für mich machen. Finde diese Stelle, die auf dieser Abbildung aufgezeichnet ist. Grabe an diesem Punkt. Ich kann leider nicht persönlich dorthin gehen. Angeblich hat einer der Gefangenen dort etwas Hinterlassenes versteckt. Bring es mir, dann schauen wir weiter. Danke, ich weiß, wo es ist. Sind wir noch mal so frei und gehen wir zurück? Eins. Nein, da können wir noch nicht lang. Zwei. Und dann noch einmal hervor. Ah, da ist es ja schon so relativ gräulich. Also beziehungsweise der Boden ist ja so recht spröde hier. Hopp. Was finden wir denn da?
die ultimative Macht. Hupala, tut mir leid. Ein Goldnugget. Ein Goldklumpen. Die Erde verbarg einen überaus großen Goldklumpen. Ja. Ja, natürlich. Was brauchen die denn eigentlich in Goldklumpen? Vielleicht wird das ja uns gleich erzählen. Hopp. Goldklumpen und den Ameisenmensch geben. Gold. Das habe ich mir gedacht. Dieser Narr hat vor dem Tod also doch die Wahrheit gesagt. Siehst du, du taugst ja doch noch zu etwas. Nimm dieses Halsband. Es ist der Schlüssel für die Tür hier. Ich weiß nicht, wieso immer aber scheint wohl schon seinen Sinn zu haben, wenn ich immer mache. Dann wählen wir doch einfach mal die Pfote aus und packen sie hier rein. Ah, sowas mag ich ja immer. So eine Bilder so zusammensetzen. Genau, am besten passen wir uns natürlich erstmal... Ah, genau. Also so muss das Bild schon mal sein, weil hier haben wir diese kleinen Pfötchen und hier ist es ja so dran. Und ab dem Punkt sollte es doch eigentlich relativ, ich sag nur relativ einfach sein, das Bild zusammenzusetzen. Nein. Der will irgendwie, glaube ich, nicht das machen, was ich möchte. Ja, doch, so. Genau, jetzt haben wir es. Muss man sich einfach immer nur einen Fixpunkt setzen, welches Bild man noch drehen möchte. Ist das hier? Nein. Das hier ist es. Haben wir geschafft. Geschafft. Die Mulden der Tür posieren im grünen Licht. Die Mulden? Die Mulden. Gehen wir mal weiter durch. Und hier haben wir natürlich noch was Nächstes. Im Inneren befinden sich Gewichte, gefertigt aus einem äußerst eigenartigen Metall. Der komische Hund, der hat da auch noch ein Gewicht. Schauen wir mal. Was haben wir hier? Ein Knochen für den Hund. Da haben wir die Lösung. Was haben wir hier? Nichts passiert. Anscheinend fehlt etwas. Haben wir hier was? Nö, haben wir nicht. Wenn ich den Ofen nachmachen will, muss ich das Ventil finden. Auf diesem Schreiben hat jemand einige Elemente für diesen Ofen angezeichnet. Wir brauchen so ein komisches Ding. Feuer, Ventil, Check. Haben wir? Haben wir hier vielleicht irgendwas? Nee, haben wir nicht. Hallo? Nö. Ich glaube, wenn wir hier dem Hund den Knochen geben, dann bekommen wir... natürlich das nächste Gewicht. Und mit dem Gewicht kommen wir dann wahrscheinlich dann runter. Schauen wir auf jeden Fall mal. Was heißt Hund? Ich habe ein grünes Gewicht genommen. Spielt der jetzt damit? Frisst das? Nö. Jedenfalls haben wir jetzt 4 Gewichte. Ich frage mich jetzt mal, was passiert, wenn wir diese 4 Gewichte, oder 5 Gewichte sogar... Wir müssen das Auge wahrscheinlich zumachen. Ach, dahinter ist ja noch einer. Spooky. Ha! Die Statue sieht mich nicht mehr. Ich glaube, dass ich nun sicher die Treppe hinuntersteigen kann. Tap, tap, tap. Was haben wir hier oben? Ein Rubinenauge. Was haben wir hier? Noch ein Rubinauge. Aber warte mal, was war denn das für eine Zeichnung? Die sah eigentlich gar nicht so schlecht aus. Also sieht so aus, als so, keine Ahnung, wie Vögel? Vögel, Baummutanten und Steine irgendwie hinten. Sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Und hier haben wir schon mal unser erstes Ventil. Haha. Hinter dieser Tür befindet sich eine Treppe, die nach unten führt. Oh, was haben wir hier? Oh, es geht wirklich weit. Ich muss wirklich sagen, jetzt wird es dann so ein bisschen verzwickter. Hm.
Das gibt nichts. Eine Steintafel. Das Schloss ist verschlossen. Es muss einen anderen Weg geben. Da unten ist ein Schlüssel. Ha! Strafe Nummer 431. In Hinblick auf den Verdacht des Verrates, der aus der Tatsache hervorgeht, dass die Küchenmeister vergiftetes Fleisch vorbereitet haben, werden sie dazu verdammt, ewig in der Wand gefangen zu sein. Wir alle sind Gefangene, aber es gibt einige, die erst die Form eines Gefangenen einnehmen müssen, damit sie ihre eigenen Sünden verstehen. Wahre Worte, wahre Worte. Aber trotzdem, wir befreien ihn. Diese Statue atmet. Frische Luft. Welche Erleichterung. Danke, dass du mich aus diesem Dunkelheit befreit hast. Man hat mich in ein Fenster verwandelt, das man dann zugemauert hat. Aus meinem Bruder haben sie eine Tür gemacht und ihn dann geviertelt. Das ist die Strafe, die wir seit undenklicher Zeit verbüßen. Wenn du in die Küche möchtest, dann musst du auch meinem Bruder helfen. Nur er kann dich hineinlassen. Finn ihn unter der Teilen nebenan. Er wird fähig sein, dich hineinzulassen. Er hat große, weit geöffnete Augen, eine lange Nase, mit der er alle Gerüche im Schloss wahrnimmt. Doch ist er nicht sehr gesprächig und seine Lippen sind dafür ewig verschlossen. Ja, jetzt wissen wir natürlich mehr. Das war eine Information, die wir gerade bekommen haben. Aber wir machen auf jeden Fall dann weiter im nächsten Let's Play. Danke natürlich wieder fürs Zuschauen. Hoffe jedenfalls, dass es euch natürlich wieder kurz gefallen hat. Und hoffe, ihr klickt natürlich auch ein paar andere Videos von mir. Und dann auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.